Hallo, wir sind heute kurz nach 2 aufgestanden, haben unsere Sachen zusammengepackt und wurden dann 2:30 Uhr abgeholt und sind dann eine Stunde zum Mount Batur gefahren, also unten zum Parkplatz, haben dann noch ein bisschen Tee und was zu essen bekommen. Ich habe den Tee einfach direkt auf mich raufgeschüttet und hatte dann erstmal, ja, überall Tee. Und dann sind wir auch schon losgelaufen. Wir sind ungefähr 2 Stunden nach oben auf die Spitze von Mount Batur gelaufen. Das ist ja ein aktiver Vulkan hier. Und es war ein sehr, sehr anstrengender Weg. Wir haben zwar ab und zu ein paar Pausen gemacht, aber es war kein richtig befestigter Weg und es war wirklich anstrengend für mich, aber wir haben es geschafft. Dann sind wir oben angekommen, da war es gerade ein bisschen dämmerig schon, als wir hoch sind. Und dann haben wir uns da auf eine Bank gesetzt und haben den Sonnenaufgang angeschaut und das war wirklich wunderschön. Vor allem, wenn man halt auch auf der anderen Seite da diese anderen Berge, diesen anderen Vulkan sehen konnte und die Wolken waren da halt noch und man konnte auch ein bisschen aufs Meer rausschauen. Und dann kam auch die Sonne raus, also es war wirklich richtig schön. Da saßen wir eine Stunde, haben auch Frühstück da bekommen. Dann sind wir noch ein bisschen rumgelaufen. Hier links ist der Krater. Da ist 1963, glaube ich, das letzte Mal der Vulkan richtig ausgebrochen. Da sind wir auf jeden Fall oben lang gelaufen, noch einmal an der Spitze da den Weg. Und es gab auch überall so Löcher in der Erde, wo dann dieser Dampf rauskam vom Vulkan. Und das war richtig warm, wenn man seine Hand da hingehalten hat. Das sah sehr cool aus. Und wenn man da so eine Räucherstäbchen reingepustet hat, dann konnte man den Qualm auch noch viel besser sehen. Das haben wir dann auch gemacht. Und ja, als wir das dann gesehen haben, sind wir dann schon wieder umgedreht und sind wieder zurückgelaufen langsam. Und ja, die Aussicht war wirklich einfach die ganze Zeit so toll. Wir hatten auch einen richtig guten Guide, der uns halt überall hingeführt hat, alles erklärt hat. Und wir hatten ja eine Privattour. Und ja, es hat sich auf jeden Fall super gelohnt. Und ja, dann haben wir uns wieder auf den Rückweg gemacht. Sind wir nach unten gelaufen, diesmal halt am Tageslicht. Das war dann ein bisschen einfacher. Wir sind auch, glaube ich, nur 1,5 Stunden runtergelaufen. Ja, sind wir halt runtergelaufen. Und als wir dann fast unten waren, hatte man nochmal so eine Aussicht. Und da sah auch richtig schön aus, weil der Berg halt so hinter den Wolken ist. Und dann sind wir weitergelaufen, wir waren beide so voll geschwitzt am Ende, aber wir haben es wieder nach unten geschafft, wurden dann wieder vom Taxi abgeholt und sind wieder zurückgefahren worden. Und man hatte dann das Gefühl, so, der Tag ist eigentlich schon zu Ende. Haben wir auf die Uhr geschaut und es war dann gerade mal um 10, glaube ich. Das heißt, als wir dann zu Hause ankamen, haben wir erstmal Frühstück in unserem Hotel gegessen, weil es ja bis um 11 ist. Und dann hatten wir eigentlich noch voll viel vor oder dachten, wir machen noch viel, aber dann waren wir einfach so K.O. von der Wanderung, dass wir einfach nur noch den ganzen Tag im Bett saßen, Serie geschaut haben und das war es auch schon.